Hier sind wir auch mit dem Spiel. Bayern 04 Leverkusen gegen FC Freiburg. Und hier die Mannschaftsversammlung von Bayern 04 Leverkusen. Da sind wir wieder zusammen und freuen uns auf die Partie. Frank Buschmann und Mani Breukmann, Ihre beiden Kommentatoren. Buschi, wie schätzt du die heutige Gastmannschaft ein? Los geht's mit der Vorbereitung auf eine Spielzeit, an deren Ende diese Mannschaft nur eins will, den Meistertitel. Es regnet. Dieser Junge hat in letzter Zeit hervorragende Leistungen gezeigt und aus dem Mittelfeld heraus das Team dirigiert. Der Schiedsrichter, er pfeift die Begegnung an und ich glaube, wir freuen uns alle auf ein unterhaltsames Spiel. Ja, entscheidet auf Einwurf. Castro. Ein Steilpass, da steht immer drauf, Risiko. Caligiuri. Ja, nicht nur auf der Linie rumhampeln und rumspringen, auch mal rauslaufen und sich den Ball holen. Ja, das ist der moderne Fußball. Das ist genau das, was der Trainer vom guten Keeper verlangt. Mitspielen und damit gleich den Konter einleiten. Macchia, der Ball. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Wenn alle Angriffe so kurz sind, dann bringst du davon 90 pro Spiel unter. Nachteil, der Gegner ist schon wieder am Ball. Mehrere freie Mitspieler in der Mitte. Lars Bender. Und jetzt! Macchia, der Ball. So sieht ein Pass aus. Schuster. Ein wunderschönes Zuspiel. Stark gemacht. Jawohl, abgefangen. Castro. Kruse. Und das macht er richtig gut. Schuster. Jan Rosenthal. Schön das Spiel auf die Flügel verlagert. Ja, da schaut er sich nach Hilfe um.
Das ist eine gute Position für den Einwurf und Sie haben einen Spezialisten. Links bieten sich Mitspieler an. Toller Pass! Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Riskanter Ballverlust. Kruse! Verteidiger klärt, Ball im Seitenaus, gut gemacht. Jetzt schießt er und der geht vorbei. Und das wird den Passgeber an dieser Stelle mit Sicherheit ärgern. Das war eine super Vorlage. Jan. Und der Schiedsrichter sagt, das war Abseits. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Ja, er spielt den Ball nach draußen. Das wundert mich gar nicht, er rutscht jetzt weg. Ja, kein Wunder bei dem Geläuf hier, das ist einfach richtig glatt. Ein riskantes Tackling, aber es ist gut gegangen. Kann er sich den Ball holen? Kruse. Wie immer haben die Fans hohe Erwartungen. Bin ich ja mal gespannt, ob er die erfüllen kann, Frank. Die klassische Anspielstation. So musst du vorne drin im Zentrum arbeiten, die Mitspieler sehen und dann auch bedienen. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Dafür kennt man ihn. Aus der Distanz. Da kann er gut schießen. Da scheint ihm der Ball vom Fuß abgerutscht zu sein. Castro. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Gutes Stellungsspiel hinten in der Abwehr. Auch bei diesem Flankenball. Eckball. Können die da was draus machen? Ein gefährlicher Mann mit einer hervorragenden Torbilanz. Jede Wette, dass er seine Serie heute fortsetzen wird. Auch so kann man sich befreien. Kompromisslos, sauber geklärt. Aber wer hat den Ball? Der Gegner. Kiesling an den Pfosten, ins Aus. Und der Torwart guckt konsterniert hinterher. Und der kommt genau an. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Gute Position für eine Flanke. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Kopfballmöglichkeit. Castro. Jan Rosenthal. Schuster. Sicher in der Ballbehandlung. Castro. Simon Rolfes. Schuster. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Es steht 0:0 zur Pause. Und jetzt hoffen wir auf die Offensivspieler beider Mannschaften. Es gibt schlechte Unentschieden zur Halbzeit und es gibt die der besseren Art. Ich habe ein besseres gesehen. Unterschreibe ich, was soll ich auch anderes sagen? Das könnte noch sehr spannend werden.
Alle Spieler sind auf dem Platz. Es kann losgehen. Auf in die zweite Halbzeit. Jan Rosenthal. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ja, der Pass kommt an. Was für ein Auge. Der könnte passen. Unglaubliches Tor. Was für ein Tor. Und der Torwart hat überhaupt nicht gesehen, was da auf ihn zukam. Absolut sensationell, Manni. Aber der Pass war überragend. Sensationell. Und genau das macht einen Stürmer aus. Da zu stehen, wo der Ball hinkommt. Wenn wir noch mal sehen. Antizipation ist hier der entscheidende Punkt. Da wird sich so mancher Fan auf der Tribüne gefragt haben, wieso sitze ich eigentlich hier? Aber jetzt wissen Sie es, der Bann ist gebrochen. Schuster. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Schuster. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Da haben sie sich zu früh gefreut. Der Angriff ist schon wieder beendet. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Das kann auch ein fairer Gegner nicht gutheißen, dass dieser Mann hier so schwer verletzt raus muss. Ja, und das sieht von hier oben, vom Reporterplatz aus, richtig übel aus. Sie liegen in Führung, aber es gibt noch mal frischen Schwung in Form einer Auswechslung. Natürlich soll jetzt in erster Linie die Führung verteidigt werden. Kruse. Caligiuri. Wunderbarer Steilpass, aber leider kommt er nicht an. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Jetzt könnte es gefährlich werden. Also ich habe das Gefühl, da ist Unsicherheit drin. Die Nervosität ist bis hier oben zu spüren. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Kruse. Das sieht gut aus. Caligiuri, das wird ganz gefährlich. Achtung! Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Jetzt sind wir schon in der zweiten Halbzeit und es geht immer noch nichts zusammen. Sie liegen hinten. Vielleicht ist es jetzt die richtige Lösung, taktisch noch mal was zu verändern. Und er versucht es mit dem Kopf. Und er trifft. Der spielt mit Köpfchen. Der macht einen Kopfball wie gemalt. Für den Torhüter geht da gar nichts. Es lohnt sich, an Standardsituationen zu arbeiten. Hier der Beleg. Castro. Wo ist die Lücke in der Abwehr? Tolle Flanke! Klasse, wie er das Problem gelöst hat. Caligiuri. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Toll, wie er das macht und... Klare Entscheidung, Ecke. Bei manchen Ecken wird... Elfmeter, keine Diskussion. Das hat er ganz locker gemacht. Ja, das wirkte fast schon lässig, cool. Der hat gepasst. Der Mann ist ja kaum zu ersetzen. Und mit Recht gilt er als der Mann dieser Mannschaft. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. Lars Bender.
Castro. Ein sehr schöner Pass. Und die Abwehr aufmerksam. Ja, da hilft ein Mannschaftskamerad aus. Kruse. Ein wunderschönes Zuspiel. Wunderbarer Pass, das kann gefährlich werden. Der Ball läuft wunderschön und sie suchen die Lücke. Geht er rein? Schade, nicht getroffen. Aber der Pass war sensationell. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Und das macht er richtig gut. Da freut sich der Trainer. Die Situation wurde geklärt. Ja, so kann es weitergehen. Und die Situation ist bereinigt. Cutlets. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Castro. Stark gemacht. So sieht ein Pass aus. Per Kopfball. Ja, das war eine Glanzparade des Torhüters. Hier geht gar nichts mehr. Das war eine einseitige Partie. Die ist jetzt natürlich entschieden. Guck mal hin! Und der ist drin! Kruse. Caligiuri. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Cutlets. Caligiuri. Ein Traumpass. Ja, und im Defensivverhalten nach wie vor aufmerksam. Jetzt setzt sich schön durch. Schöner Pass. Jetzt zieht er ab. Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es gut gegangen. Und Vorsicht! Ja, normalerweise wirkt das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Ja, nicht nur auf der Linie rumhampeln und rumspringen, auch mal rauslaufen und sich den Ball holen. Ja, das ist der moderne Fußball. Das ist genau das, was der Trainer vom guten Keeper verlangt. Mitspielen und damit gleich den Konter einleiten. Macchia, der am Ball. Schuster. Caligiuri. Und der kommt genau an. Sicher in der Ballbehandlung. Das war eine Bilderbuchflanke. Das sieht gut aus. Ein klarer Sieg mit einem einzigen Schönheitsfehler. 3:1 ging's aus.